Hey Rockstars, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Next Generation Rockstars. In diesem Kanal stelle ich euch die Menschen vor, die morgen Welten verändern werden. Und einer davon, den habe ich heute da. Und vor allem bin ich persönlich, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich gerade drüber spreche, persönlich sehr angetan, denn das war einer meiner allerersten Mentoren, die mir nicht nur im Bereich Kommunikation weitergeholfen haben, sondern auch zum Thema Sales und Leadership. Ja, er selber ist seit 25 Jahren im Business. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Er ist auch Business-Experte in der freien Wirtschaft und unterstützt eben namhafte Weltkonzerne. Hat in den letzten Jahren über 20.000 Teilnehmer erreicht. Und sieht immer noch aus, als wäre er 20. Als Business Coach, psychologischer Berater und vor allem Keynote Speaker in seiner Expertise. Und jetzt kommt richtig was Geiles. Er hat 5 Patenkinder und Fußballtrainer, richtig? Ja, stimmt. Ja. Sehr geil. Welcher Verein? Eutin 08 heißt der. Eutin 08, also www.eutin08.de. Was für eine Klasse spielt ihr? In der Kreisliga. Ganz klar. Vergessen. Krass. Muss ich rausschneiden später. Okay. Kommen wir zum Thema. Also, erstmal ein mördergroßes, unrucking forstbares Dankeschön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst für mich, denn auch das ist ja, ich weiß, dass du extrem krass gebucht bist. Und deswegen haben wir uns auch hier in dem Wald wiedergefunden, damit ich einfach mal seine wertvolle Zeit mal für uns habe. Heiko Zierroth, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank, Lorenzo. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir hier ein paar Fragen zu stellen. Ich bin gespannt, was kommt. Ja, kannst du. Also, die allererste Frage ist, wie kommt jemand wie du auf den Gedanken, ja, ich glaube, das ist auch wichtig, glaube ich, für draußen. Also Punkt 1, wie hast du es geschafft, 25 Jahre in diesem Business, in dieser Weiterbildung, Erwachsenenweiterbildung, ja nicht nur, ich glaube, dein Fundament zu schaffen, sondern auch dich zu etablieren? Das ist so eine Frage, die mich persönlich zum Beispiel sehr, sehr stark interessiert. Die würde ich, glaube ich, als erste stellen, ja? Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass du dich mit allen Gegebenheiten veränderst. Also, dass du nie auf der Stelle bleibst, dass du immer an den aktuellen Themen dran bleibst, dass du dich weiterentwickelst, dass du dich weiterbildest und vor allem, dass du immer was für dich tust. Und eine Sache ist auch noch ganz wichtig, das fällt mir immer wieder auf, lass dich spiegeln, lass dir Feedback geben, lass dich reflektieren. Ich stelle ganz oft fest, dass die Menschen einfach so fest werden. Weißt du, ich kann das gar nicht so gut beschreiben. Sie verändern sich nicht mehr, sie tun immer die gleichen Dinge, sie lernen nichts Neues mehr dazu und sie sind dann auch längst nicht mehr so begeistert und so begeisterungsfähig und wirken dann natürlich auch nicht mehr so wie andere. Das heißt also, bleib jung und frisch und bleib so ein bisschen auch im Kind-Ich-Modus. Also finde dein inneres kleines Kind und lass es auch immer mal wieder raus. So, also brenne für das, was du tust. Ja, voller okay. Leidenschaft. Aber wie kommst du dazu? Ich meine, du bist ja nicht morgens aufgestanden und hast gesagt, ich werde jetzt mal Business Coach und unterstütze eben Weltkonzerne. Ja? Also warum tust du das, was du tust und wie kamst du dazu? Ja, es gibt zwei große Schlüsselerlebnisse. Das eine ist sogar eins, was uns eint. Wir haben beide sehr früh, also mit Anfang 20, sehr viel Führungsverantwortung gehabt im Vertrieb. Das war bei mir genauso. Und bei mir war es dann so, dass ich festgestellt habe, dass mich das total fertig macht. Also ich musste nicht nur Leute einstellen und mit ihnen Mitarbeitergespräche führen, sondern ich musste sie auch ausstellen. Und es gab sehr viele unangenehme Situationen, die mich enorm viel Kraft gekostet haben. Das heißt, ich habe mit Anfang 20, was die logische Konsequenz war, einen Bandscheibenvorfall erlitten, war also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dann niedergestreckt und habe in dem Moment gedacht, oh, irgendwas musst du ändern. Und dann kam die Grundsatzfrage, was kann das sein? Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich Menschen helfen möchte, dass ich Menschen unterstützen möchte, okay, dass ich nicht mehr Führungskraft sein möchte. Das war eine sehr bewusste Entscheidung und habe dann auch gesagt, änder was in deinem Leben, dann wird es dir auch wieder besser gehen. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite war, das ist noch gar nicht so lange her, das ist ungefähr 10 Jahre her, dass es vergeht alles so schnell, die Zeit läuft so wahnsinnig schnell, dass vor ungefähr 10 Jahren in meinem näheren Umfeld jemand sehr schwer erkrankt ist. Und das ist mir sehr nahe gegangen. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt noch viel mehr Menschen erreichen. Und ich möchte ihnen vor allen Dingen helfen, ein besseres, ein glücklicheres, ein zufriedeneres Leben zu führen. Also sie aufzuwecken.
im wahrsten Sinne des Wortes aufzuwecken und ihnen zu sagen, Leute, macht mehr aus dem, was ihr als eure Restlaufzeit bezeichnet, innerhalb eures Lebens. Und das ist mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Also ich bin sowieso Menschenfreund von Haus aus, aber das ist etwas, wo ich gesagt habe, ich möchte den Menschen tatsächlich helfen, dass sie mehr aus ihrem Leben machen und aus der Zeit, die ihnen eben noch zur Verfügung steht. Ja, saugeil. Ich glaube, davon brauchen wir mehr hier. Also hier gerade, ich weiß nicht nur in Deutschland, ich glaube auch europaweit, brauchen wir echt so Menschen, die andere animieren, ja. Denn ich weiß nicht, wie es dir, ob du es so aufnimmst, ich nehme es immer, also ich kriege es so mit, dass teilweise Menschen morgens um 8 Uhr aufstehen, auf die Arbeit fahren, da irgendwie die Stechkarte durchknallen, dann wie so Zombies an ihrem Schreibtisch hocken, abends irgendwie nach Hause und dann irgendwie sagen, ich habe da gar keinen Bock mehr, also habe keinen Bock mehr drauf, aber nichts verändern, ja. Was, also wenn du jetzt ein Rezept hättest, ein Patent hättest, wo du sagen würdest, okay, das sind so Schritte, das sind so Punkte, genau daran sollte ich arbeiten, um eben genau aus dieser Spirale, aus diesem Kreislauf mal auszubrechen. Was würdest du diesen Menschen mitgeben auf dem Weg? Also ganz oft habe ich den Eindruck, dass die Menschen nicht wissen, wie sie aus dieser Situation rauskommen sollen. Ich habe ja das Bühnenprogramm Superheldenreise entwickelt und da hilft tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Genau, Superheldenreise. Hashtag Superheldenreise bei Facebook. Das war der Werbeeinblender. Nein, darum geht es nicht. Da habe ich eine Figur entdeckt, die mir immer wieder begegnet. Ich trainiere ja, ich coache, ich habe sehr viel Gespräche während meiner Keynotes mit verschiedensten Menschen und den habe ich den Traumtänzer genannt. Warum? Okay, cool. Weil er sich selbst einredet, dass alles so ist, wie es ist, sehr schön ist und dass er nichts ändern muss. Okay. Und was mache ich mit diesen Traumtänzern, mit diesen Lebenstraumtänzern? Ich sage ihnen, wie es wirklich ist. Das heißt, ich helfe ihnen aufzuwachen und ich helfe ihnen zu einer wahren, wirklichen Erkenntnis zu kommen, die ihnen dann auch manchmal einen gewissen Schrecken einjagt, aber die sie dazu ermutigt, endlich zu tun, was sie wirklich tun wollen. Was sie wirklich tun wollen und nicht in dieser Traumtänzerblase mit der rosaroten Brille durchs Leben zu laufen und zu sagen, es ist alles gut, so wie es ist und dann mit 60 festzustellen, was habe ich eigentlich für ein Leben und wie glücklich bin ich und wie viel habe ich noch zu leben und kann ich jetzt noch irgendwas machen, damit es mir wirklich gut geht. Und ich helfe den Menschen ganz oft einfach nur aufzuwachen, bewusst, sich der Dinge bewusst zu werden, die gerade mit ihnen und mit ihrem Leben passieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast ja vorhin gerade gesagt, dieses Menschen wissen ja noch gar nicht mal, wie sie da eben ausbrechen können. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt jemand bin und sage, ich besuche jetzt mal den Heiko auf so einem Seminar, auf einem Vortrag, gib mir was Greifbares. Also was machst du mit den Menschen genau? Also erstmal höre ich sehr genau zu. Das heißt, die Menschen erzählen mir, wie ist ihr Leben eigentlich gerade. Und dann passiert ein zweiter Punkt und das möchte ich auch gerne anderen Menschen beibringen. Ich gucke genau hin, ich beobachte also. Du siehst mich jetzt auch, mich voll konzentrieren auf dich. Und das ist das, was ich tue, wenn ich da draußen Menschen helfe. Und daraus ziehe ich Rückschlüsse und diese Rückschlüsse gebe ich den Menschen als Erkenntnisse mit, dass sie realisieren, was eigentlich gerade bei ihnen los ist und was tatsächlich der möglicherweise Fehlzustand oder das Defizit ist, was sie tatsächlich beschäftigt und was sie ganz oft ihr Leben, ja, in ihrem Leben alt werden lässt oder was dazu führt, dass sie nicht glücklich sind, dass sie einfach irgendwo einen Punkt haben, wo es sich lohnt, eben eine Veränderung herbeizuführen. Sehr gerne. Cool. Intensive Auseinandersetzung mit den Menschen und immer wieder Impulse setzen und sie zum Nachdenken anregen und tatsächlich auch eine hohe Präsenz gegenüber den Menschen haben. Weißt du, die wenigsten Menschen konzentrieren sich doch heute noch mit vollem Herzen und mit voller Präsenz und mit voller Bereitschaft auf andere. Wie viele machen das noch? Und ich mache das und das ist mein Versprechen. Und wir werden an den Punkt rankommen, der für dich wichtig ist, damit du das Leben führen kannst, was du dir vorstellst und mit dem du wirklich glücklich bist. Ja, ich kriege gerade selbst Gänsehaut, wenn er mir in die Augen schaut, mit seinen glasklaren blauen Augen. Sehr, 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 sehr geil. Sehr geil. Wie kann man dich verfolgen? Also wenn die Jungs und Mädels jetzt hier gerade sagen, boah, ey, der Kerl, der macht mich an, hätte ich was gesagt. Wie können sie dir... wo kann man dich verfolgen? Also wo kann man dich besuchen? Wie kommt man auf deine Seminare? Also ich biete regelmäßig Trainings und Workshops an. Das ist der eine Punkt. Du findest eine Seite, eine Landingpage, die www.superheldenreise.de heißt oder .com heißt. Beide sind möglich. Du findest mich auf der Wirkungsakademie. Das ist die... Alles in den Subnotes. Genau, das ist das Unternehmen, für das ich gleichzeitig auch noch verantwortlich sein darf. Du findest mich auf Facebook, bei Instagram, also auch in den sozialen Medien sozusagen. Guck einfach mal Hashtag Superheldenreise. Das ist dann so im größten Maß der Bezug auf das, was wir besprochen haben und auf das, was ich tagtäglich
tagtäglich mit den Menschen tue, um ihnen zu helfen und ja, ihnen letztendlich auch helfe, aufzuwachen. Sehr geil, sehr geil. Eine Lieblingsband, einen Lieblingsmusiker, der dich in der Kindheit geprägt hat, ja, vielleicht sogar noch heute, ja, und warum? Das ist ganz leicht. Ich habe einen, also seit Jahren, ja, seit Jahrzehnten schon, einen Lieblingsmusiker und das ist Marius Müller-Westernhagen. Die Jugendlichen werden sagen, wer ist dieser Mann? Den hatten wir noch gar nicht. Aber Westernhagen, ich sag dir auch warum. Westernhagen ist einer, genau, Rock'n'Roll, ja. Westernhagen ist einer, der aus der Gosse kam, der eine ganz schlechte Kindheit hatte und der sich einfach nur verdammt nochmal durchgebissen hat. Und wenn ich das ein bisschen auf mein Leben übertrage, also mir gefällt der Rhythmus, mir gefällt die Musik, mir gefallen die Texte, aber wenn ich das auf mein Leben betrachte, dann komme ich aus einem ganz normalen Haus. Also Mutter Handwerksmeisterin, Vater Beamter, es war alles so bodenständig. Und mir wurde im Grunde immer gesagt, denk nicht zu groß und sei nicht zu groß und vor Menschen stehen und so und vielleicht sogar noch vor vielen tausend Menschen stehen, das schaffst du niemals. Also lass uns doch lieber irgendeinem anständigen Beruf nachgehen. Und ich habe dann irgendwann entdeckt, das bin ich nicht. Also irgendwie steckt mehr in mir. Und genau das hat Westernhagen ja auch gemacht. Also der hat einfach an das geglaubt, was er macht und was er kann. Und das ist Musik machen und das ist Leute begeistern und emotionalisieren und auf der Bühne ein Feuerwerk von Begeisterung abbrennen. Und ich habe entdeckt, dass ich möglicherweise sowas auch ganz gut kann. Und deswegen passt das für mich einfach am besten. Westernhagen, mein Herz gehört ihm. Sehr geil, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil, sehr geil. Rock'n'Roll! Die allerletzte Frage. Eine Botschaft an die Jungs und Mädels da draußen. Ja, letztendlich wecke den Superhelden in dir. Finde ihn, wecke ihn und sorge dafür, dass er sich durchsetzt, damit du das Leben leben kannst, was du verdient hast. Boah, da kann ich gar nichts mehr hinzugeben oder hinzusagen. Außer, und ich nehme das einfach nochmal mit und schließe dann hier auch mit ab. Und Heiko, Dankeschön für deine Zeit. Danke, dass du da warst, dass du dir genommen hast. Alles gut. Geiler Typ, geiler Typ, geiler Typ. Freunde, macht euer Leben zu eurem Lieblingssong und ihr werdet jeden Tag tanzen und singen. Ciao, ciao, ragazzi!